Hallo für kurz eine neue Folge Minecraft. Und ich muss Chat ausmachen. Perfekt. Michael Orion, was haben wir letzte Folge gemacht? Letzte Folge waren wir da oben im Himmelszelt in den Sternen und haben Orion bekommen. Orion 1, was ich schätze, der Klingen, die wir hatten, weil in Skeleton Wars hatten wir die Knochenknien. Sparky hatten wir Sparky, Eternity, Eternity. Komm schon, die da, wie die Projekte heißt. Und jetzt hier Orion. Leute. Die heiligen, krassen Schwerter, Leute. Und ich habe mal angefangen zu enchanten, Leute. Ja. Und da waren wir auf dem Uranus. Was ist der Uranus? Ich glaube. Und haben da coolen Stuff gemacht. Und so, Leute, ihr seht schon, ich habe ein bisschen was drin. Denn ich habe jetzt mein altes Schwert mal abenchantet. Und wir haben Fire Aspect 5 drauf. Wir haben Looting 3, wir haben Sharpness 5. Weil ich hatte noch ein Sharpness 4 Buch, habe das kombiniert und so. Knockback 3, Unbreaking 3. Ist es gerade drauf, Leute. Und ich habe noch was gemacht. Okay, ich erkläre es euch hier. Ich habe mein Haus angefangen einzurichten, weil nach zu vielen Folgen ist das nicht. Ist es schlecht, dass das Haus, wie heißt es, noch leer ist. Und eigentlich hatte ich hier meine Autos gerade stehen, bis ich gerade gemerkt habe bei der Aufnahme, dass, wo ich die Aufnahme angeschmissen habe, nur 20 FPS hatte. Jetzt habe ich wieder 100 FPS, die Autos haben zu viel FPS gezogen, jetzt muss ich hier noch die Garage wieder zurückbauen und so. Und mir ist irgendwann aufgefallen, wir haben Baby Skys Geburtstag vergessen. Der hatte am 7.1. oder irgendwann im Juli, 8.7. oder so Geburtstag. Alles Gute nachträglich, klein. Der ist jetzt 3 und ich habe seinen 3. Geburtstag vergessen. Ich bin der beste Vater, Leute. Vater des Jahres, ja. Ja, und das habe ich gemacht und hier ist das Schwert. Wir können auch mal unsere Weltraumausrüstung ausziehen. Und die richtigen, die habe ich einfach angelassen. So, ich zeige euch gleich alles. Wir können so die Weltraum-Stuff zur Seite packen. Ja. Hier rein. Okay, wir brauchen echt neue Luftreserven, Lufttanks. Weil das reicht, glaube ich, auf Langzeit reicht das nicht mehr aus, was wir haben. Ich glaube, für eine Reise, wenn wir da alle zusammennehmen, reicht das aber weiter nicht mehr. So, dann brauchen wir hier noch das. Das hier. So müsste es, glaube ich, passen. Ja, hier die Tier 6 Rakete kann man bis zum Uranus fliegen, glaube ich. Keine Ahnung. Okay, Leute, wir haben hier unsere Ecke ohne Item Trends, weil die immer despawnen. Ja, dann haben wir hier habe ich noch die Chest. Ups. Da habe ich zwischenzeitlich Sachen gelagert zum Umbauen. Hier könnt ihr rein. Hier. Einfach rein da. Ja, die Ecke ist ihm gleich geblieben. Da habe ich hier meine Couch hingepflanzt, weil ein paar Sitzgelegenheiten zum Gammeln so. Habe ich hier einen Teppich, weil sonst war es sehr leer. Hier ist die Sitzecke, die Essecke, wo ich esse, Snack und so. Habe ich hier einen Aussichtsplatz, so auf richtig Deutsch, wo ich mit dem Fernrohr, hätte ich hier ein Fernrohr zu Nachbarn beobachten können. Gucken, was der so macht. Wir sind jetzt nicht. / weather clear. Zack. Sauberes Wetter. Dann geht's hier rein. Hier habe ich eine Ankleide, eine Wardrobe. Für Englischprofis. Dann bleiben wir mal hier unten. Hier habe ich einen Tisch. Hier kann man snaggen, hier kann man rausgucken. Bisschen über Magie talken mit Freunden, wenn man welche hat. Dann habe ich hier liegen, muss ich chillen blitzen, weil es keine richtigen Liegen gibt. Hier. Dann kann man hier liegen und entspannen. Aber ich habe hier, glaube ich, keine Mod drin, um mich hinzulegen. So, dann gehen wir einmal runter. Habe ich vorhin schon gezeigt. Habe ich das gezeigt? Hier ist auf jeden Fall eine Tür in die Garage. Hier standen eigentlich die Autos so auf richtig cool zusammengemixt. Ja, dann hier unten bleibt weiterhin mein Cash. Brauche echt noch einen Tresor. So, dann habe ich hier wieder so eine Art Kinoraum, wo ich hier einfach Stuff gucken kann. So, ich will Stuff gucken. Mach den hier. Mach den hier, Batz. Mach den hier, mach dich an, Leg. Hier, www.3ws.youtube.com. Zack, so, machen wir den und den, zack, verbunden. Perfekt, YouTube, lädst du? Eternity lief YouTube besser.
was deinem Browser nicht mehr unter... Der Browser wird nicht mehr unterstützt. Aktualisiere auf die neueste Version. Juckt nicht. Hier, so. Hilfe. Nein. Nein. Hilfe. Achso. Perfekt, das wollte ich auf jeden Fall. So. Ah, hier. Perfekt. Weg der ganze Rotz. Hallo? Weg mit. Warte, geht es so? Ich krieg den Rotz nicht weg. Besuchen. Perfekt, gut. YouTube findet darunter nichts. Ich würde sagen. Ja, der Tab wird neu geladen. So machen wir das, Leute. Wir müssen natürlich auch den besten YouTube-Kanal, den es gibt. In Eternity ist Kino war schon cooler, aber es reicht, glaube ich, auch aus. So. Da kommt sogar das Geld beim Modpack. Alter, dafür bin ich auf YouTube bekannt. Krass. Was haben wir hier? Nee, warte. So. Es kommt ein Modpack. Direkt. Okay, das will ich wissen. Perfekt. Das ist das Erste, was man auf YouTube findet von mir. Gut. Hier haben wir wenigstens mal... Was ist hier? Ui, ich werde neben die Copa gefunden. Krass, Leute. Oh nein, mein Kanal-Trailer, schnell weg da. Aber auf jeden Fall ist das alles schärfer als in Eternity. Krass, mein geiler Banner. Gut, hier sind wir. Ich wollte auf Videos. So. So, was haben wir hier? Wir haben einen Stream mit euch. Hier, let's Folge Orion. Hier, nice Video. Da habe ich aus Lukas Stream, haben wir gestreamt, einen Stream-Ausschnitt gemacht. Sehr gutes Video. Da haben wir versucht, wer länger im Nether überleben kann. Kann ich empfehlen. Boah, der Schnitt war hier sehr lange. Krasses Video, Leute. Schaut euch das gerne an. Ich habe da lange dran geschnitten und mir viel Mühe gegeben. Ja, auf jeden Fall. Das hier ist mein Fernsehraum. Können wir jetzt auch wieder ein bisschen Fernsehen. Das hat schon irgendwie Drip, hier so einen großen Fernseher zu haben. Reader will ich das auch haben. Okay, dann gehen wir eine Etage hoch. Hier haben wir mein Schlafzimmer. Hier habe ich nur eine Lampe hinzugefügt. Auf Billo. So, dann haben wir hier einen Teppich, hier haben wir eine Ecke, wo man chillen kann, wieder mal. Hier haben wir überall noch die Fernseher, hier ist wieder ein Schrank. Dann habe ich hier überall so Regale, damit die Wände nicht so leer aussehen. Wieder ein Teppich, da haben wir wieder eine Chill-Ecke mit so einem kleinen Table. Dann haben wir hier wieder so eine Liege. Da kann man auch wieder chillen, entspannen und so. Da haben wir eine Scheibe. Dann gehen wir auf die Rückseite von meinem Haus. Und haben hier so Grillutensilien und auch eine Bomb. Könnte man remixen. Ja, da hat man hier eine Gefriertruhe, hier Grill und hier ein Table, um Sachen essen oder so abzustellen, wenn man mal mit Freunden grillt. Wenn man Freunde hat. So, da hat man hier eine Ecke zum Chillen, so Leute. Da kann man hier ein bisschen die Natur begutachten. Ohne das schönste, nice Grundstück. So. Dann geht die Wendetreppe weiter hoch. Mal wieder. Digga. Really? Okay, wir fliegen die Wendetreppe einfach hoch. So. Dann haben wir hier ein paar Blümchen, so Deko. Ich entspannte diesen Raum, weil ich nicht wusste, was man hier noch reinmachen kann. Und dann hat man hier eigentlich mein Anziehzimmer. Da aber so Entity-Sachen wie Amos Dance oder so bei mir, die spawnen, ich weiß nicht, an welcher Mod das liegt, habe ich die ganzen Sachen in so Chests gepackt, wo man die gucken kann. Hier kann man jetzt alle meine T-Shirts sehen. Hier, das Skelly-Design, Alter, wie das zittert. Gappy Squad, das Zeus, Knochensaga V1, glaube ich, V2 und V3. Ist das V? Ja, V3. Dann das Knochenshirt, das Skelet Army Shirt, nein, Skelet Army Knochen Style Shirt, so das Best Friend Shirt, das Baby Skelly Shirt, hier ist leer, weil ich habe nur 17 statt 18 Shirts, das Green Shirt, das Skeleton Wash Shirt,
das Sparky-Shirt, das Eternity-Shirt. Dann kommt da irgendwann noch das Orion-Shirt hin und dann noch das V4. Dann das Imperium-Shirt, das Hitsura-Shirt und das Jedi-Shirt. Ja, wenn ihr noch Shirt-Ideen habt, was ich noch machen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Ein Orion und Kurensaga V4 wird safe noch kommen. Gegen Ende der Serie, wie immer. Ja, so die ganzen Shirts. Da ich aber eine gute Rüstung habe und nichts anderes irgendwie anhabe, wo ich Shirts anziehen kann, das überlappt, habe ich jetzt. Trage ich jetzt keinen. Ja. Jetzt machen wir das, was ich eigentlich mit euch machen wollte. Ich wollte das Schwert noch zusammen mit euch finally so Art enchanten, weil ich habe so eine Mod drin. Da kann man hier die Sachen craften. So. Hier Unbreaking und so ein Stuff. Und das habe ich alles vorbereitet und dann muss man einfach nur noch das Schwert nehmen. Und ich kann dann zum Beispiel scharfen 10 machen. Erstmal, wir haben hier Looting 3. Zack. Looting 4 einfach. Was normal in Minecraft nicht geht. Zack. Zack. So, dann machen wir Unbreaking drauf. Können auch bis Unbreaking 6 einfach. Und dann das Allerkrasse. Einfach Sharpness 10 machen, Leute. Das ist viel zu crazy. Okay, ich kann es auch einfach so machen. Bruder, wir haben einfach Sharpness 10 und machen 5. Yo, Gewitter, was geht? Zack. Wir haben einfach 50,5 Schärfe oder Schaden machen wir auf das Schwert, Alter. Junge, jetzt kann es keiner mehr in den Wege stehen. Jetzt machen wir alle unsere Gegner platt. Jetzt wird jeder vernichtet, Leute, der sich uns in den Weg stellt. Bin ich einfach krass, Leute. Können uns einfach hier hinlegen und ein Nickerchen machen. Zack. Hier ein bisschen geschliepert, Leute. Ein bisschen. Was? Oh nein, was will Albert? Hi. Was geht, Albert? Herr Nachbar? Ja. Ruhig. Bro. Ruhig, schreib mal alles, egal. Guten Tag. Hi. Was gibt's, Nachbar? Ich kann jetzt schreiben. Ich muss mal mit Ihnen reden. Okay, was ist denn los? Ja, jetzt bin ich gespannt, was der Albert möchte. Ich habe nichts verbrochen. Ich war nett. Ich war nicht mal mehr auf diesem Planeten. Ich war im Space unterwegs. Was will der? Ich habe mitbekommen, dass die Magie-Zeug machen. Ja. Und? Was ist das Problem? Ist genehmigt? Ja. Ich habe alles genehmigen lassen vom Staat. Alter, wir hatten sogar noch Stress mit der Polizei, weil wir Magie gemacht haben, das nicht genehmigt war. Also, nerv mich nicht. Ich muss, so muss ich deswegen keine Anzeige schreiben. Was? Warum? Wir sind doch Bros. Digga, stört denn jetzt jede Kleinigkeit, die ich mache? Guck mal, jetzt so eine fette Liste mit Zeug, die ich nicht machen kann. Ich möchte trotzdem beschweren, weil sie so einen komischen Typen zu mir geschickt haben. Ja, und? Ich wollte ihnen nur helfen. Er wollte mir Organe verkaufen. Ja, mir auch. Ich dachte, sie können ein neues Gehirn gebrauchen. Ich möchte sie bitten, sowas zu lassen. Ja, wenn er schon so redet, könnt ihr gleich ein neues Gehirn brauchen. So mit seiner komischen Art, mich jetzt anzuzeigen, weil ich Magie mache. Es geht nicht, einfach Fremde zu mir zu schicken. Ja, zu mir. Zu mir auch nicht. Ja, kann er auch niemanden zu mir schicken. Wir kommen uns noch richtig in die Haare. Ja, reden Sie nur. Lassen Sie mich in Ruhe. Nee, jetzt bin ich nicht mehr freundlich zu dem. Der nervt mich, der kann mich in Ruhe lassen. Der kann da hinten bei seiner komischen Villa wohnen. Ich wohne in meiner Villa. Wir sind hier im Reichenviertel. Sonst schnitze ich dich gleich weg. Verstanden? Verstanden? Kümmern Sie einfach nachts ruhig und nerven Sie mich. Okay, das mache ich. Okay, ich nerv dich. Nerv dich jetzt einfach, okay? Kein Ding, nicht. Doch. So, der Nachbarschaftskrieg kriegt er.
Noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Was, wie jetzt dieser Nachbar von uns, dieser Albert? Junge, der nervt mich schon wieder. Ich habe alles genießt, dann soll er mich in Ruhe lassen. Wow, ich wollte einfach nur mal nett sein. Und was ist, wenn der Typ nicht von mir gekommen ist? Ich weiß nicht mehr, ob der Typ gesagt hat, ob er zu mir gekommen ist. Kann auch sein, dass er einfach nur dass er es einfach nur behauptet. Unnötig, Alter. Unnötig, dieser Junge. Leute, ich bin schon wieder so genervt. Ich würde sagen, das wäre es einfach mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und könnt ihr weitere Videos verpassen, abonnieren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr über Albert's Verhalten denkt und was für T-Shirts wir nicht noch machen kann. Und sonst, ciao. Leute.